Willkommen zurück hier beim zweiten Part von Life is Strange und immer noch ein Patch, den ich nicht annähen kann. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Wir gehen mal zu Daniel. Vielleicht können wir jetzt ja nochmal. So, nochmal. Die ganze Sache. Wir können jetzt hier klopfen, aber bevor ich klopfe. Ah, hier ging es runter zu der. Ne, da diese Garage, zerstörte Trophäe. Jeez, we really fucked up on this one. Ja, das ist sehr. Dad loves his trophy. Vielleicht könnte man hier reparieren oder so. Das würde ich versuchen. Als Kind. Ich glaube, ich habe gerade überlegt, ob ich jemals irgendwas kaputt gemacht habe. Außer. Sonst schmollt er, bis er 18 ist. Kann mich gerade gar nicht erinnern. Okay. Da war das Salatrezept. Okay, klopfen wir mal. Can I come in? It's the big bad brother. No! Stay out! I said no! Get out! Whatever! I'm not listening! La 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 la! I come don't on, hear anything! Dude. La la la! Oh Gott, ist ein kleiner Bruder wirklich so? Oh, hallo Vogel! Hallo! Piepmatz, hallo! Oh, weg ist er. Da war mein Piepmatz. Sind kleine Geschwister wirklich so? Ich weiß es nicht, weil ich bin die kleine Schwester. Ich habe keine Ahnung davon. Wie Warning. Danger. Wie, ja, kleine Geschwister sind. I shouldn't have messed with Power Beer. Power Beer. Das ist aber auch geil, wie da hinten noch so dieses, wie nennt man das, Bauarbeiter-Dekolleté da rausguckt. Humor haben sie, ne? Isn't Daniel too old for bedtime stories? Ach, man ist nicht zu alt dafür. Um Gottes Willen. Und, also, man ersetzt sie dann irgendwann durch Hörspiele. Fliehende Kinder aus Poughkeepsie. Peter Torbero. Poughkeepsie. Okay, nun, okay. Gibt es das Buch wirklich? And don't touch my stuff. Natürlich nicht. Warum auch? Ich bin nur dein großer Bruder. Geschenk, das sieht voll schön aus da unten. So richtig schöne Bude, guckt mal. So mit Lichterkette und so. Gott. Also ich hatte so einen Schreibtisch, ne, wo halt, also ein ganz stinknormaler Schreibtisch, wo in der Mitte ein Loch ist und links und rechts sind die Fächer. Und hab da immer dann so die Decken drüber gehangen und da drunter halt so Kissen und hab da Bilder reingehangen und das war meine Bude. Bude bauen war super. Aber das ist ja schon halber Luxus da, voll schön. Who would have thought playing Minecraft would get him back to his blocks? Minecraft, übrigens, Vanilla. Sean, I'm gonna tell on you. Vanilla. I mean. Vanilla Minecraft kann man jetzt im Browser spielen. Okay, schlechter Test. Ooh, Dad confiscated the playbox after that. Ooh. Daniel was a total rageball. Das ist eine D4, A, B, C, D, E. Ich glaube, eine I gibt es, eine F. Daniel Diaz. Daniel Diaz und Miss Morrison. 10.06.2016, Note 4. Und das ist Note 4. Bitte Elterngespräch mit Lehrer vereinbaren. Ist das Mathe? Wenn das Mathe ist, also wenn ich in Mathe eine 4 gehabt hätte, dann hätten meine Eltern diesen Lehrer ausgelacht, wenn ich eine 4 geschrieben hätte und dafür ein Elterngespräch vereinbart werden muss. Aber in der Klasse, also in der Grundschule war ich noch gut in Mathe. Mathematik 45, Test zu Kapitel 4, Multiplikationstabelle. Und dann irgendwann im Abitur wurde festgestellt, dass ich Mathe-Schwäche habe, so wie es halt eine Lese-Rechtschreibschwäche gibt, gibt es auch eine Mathe-Schwäche. Und hallo, ich habe sie! Tatsächlich! Aber da war schon alt vorbei. Da konnte man dann auch nichts mehr machen. Aber irgendwann war mir das dann alles ein bisschen komisch. Warum stehen, also, okay, warum wollte gerade sagen, warum stehen hier die Klopapier-Dinger, aber die sind halt wahrscheinlich zum Basteln, ne? What is he making with all that crap? Das ist eine gute Frage, ne? Lydias Brief. My brother's a little player. Lila loves it. Lila, vielen Dank für die Packung Süßigkeiten. Ich liebe die. Du bist nett. XXX Daniel. Süß. Aber dass die beiden sich
so mochten, wussten wir. Ansehen. Lasertag-Foto. Just leave me alone. Gruseliges Spielzeug. Okay, wir könnten ihn hier mit irgendwas überzeugen. Zeichnung überzeugen. Ich hätte aber gerne. Warte mal, ich hätte gerne das Lasertag-Foto. So lucky Noah lives downtown. Hell, they drive me crazy 24/7. Lasertag habe ich auch noch nie gespielt. Überzeugen. Okay, können den damit überzeugen? Da ist noch ein Bild. Hier ist ein Geschenk. Gift from Lila. Daniel never got so close to proposing to her. Ach, so süß. Okay, ist ein Roboter-Spielzeug. Und ein bisschen Fallout Touch. Da ist noch ein Stofftier. Das ist Daniel. No way! Too bad we didn't have a clue she hated all of us. Guckt mal. Turtles Sports Club, Karen Diaz. Warum sagt... Warte mal, ich... Schildkröten Sportclub. Was kann ich... Warte mal. Too bad we didn't have a clue she hated all of us. Das sollte ich nochmal hören. Dass sie uns alle hasste. Ich glaube, deine Mutter hasst dich nicht, oder euch? Ich glaube, die wollte, dass ihr wollt, solltet denken, dass das so ist, weil es dann einfacher ist. Tja, mit was überzeugen wir denn jetzt? Mit einem gruseligen Alien-Spielzeug? Mit einem Stofftier? Mit einem Roboter-Spielzeug? Allein, weil das aussieht, wie von Fallout, nämlich das. Was auch immer es ist, warte mal, wir sehen. I used to play with these at Ellery's. Man, I feel old. Okay. Dann gucken wir uns mal die Spielzeuge an, bevor wir ihn überzeugen. Got this for a girl in the 8th grade. But I chickened out. Aber was erinnert mich der Stoff hier auch? Ist das ein kleiner Spider-Man da oben? Mich würde interessieren, ob man die Bockplätze umreißen kann, wenn man dorthin läuft. Und das gruselige Spielzeug. This thing is so cheap and ugly. Das stimmt. I love it. Ah, ja. Kann ich nur mal wieder sagen von meinem Ozelot-Schwein. Ich war mal in Polen im Urlaub und ja, da gab es ein Plüschtier und da gab es ein Minecraft-Plüschtier, was eigentlich, also Farbe, also die Farbe hat es wie ein Ozelot. Also Ozelot sind in Minecraft die wilden Katzen. Aber die Form hat es von einem Schwein. Aber deswegen heißt das Ozelot-Schwein, das Kuscheltier bei mir. Ich liebe dieses Kuscheltier. Wir nehmen das Roboter-Spielzeug. Damn. Haven't seen you in forever. That made me give this to you. You always wanted my toys. Does this even work anymore? Not after you took care of it. Poor robot. No battery. Duh. Leave me alone. Okay, fast. Komm, war das schon mal gut. Ich glaube, es ist das hier. Oh ne, warte mal, die Powerbeers-Zeichnung. Die nehmen wir. Did this for Daniel's birthday. He was so happy with it. Die nehmen wir. Auf jeden Fall nehmen wir die. Whoa. Don't know who drew this, but it's totally rad. Hey, Daniel. Why are you pouting? A young space warrior should never pout. We need to stand strong against the enemy. Come on, man. I'm running out of punchlines here. Why are you still here? Oh. Wir haben den Kryptonit davon. Hey. That's cool. Did you make it? Be careful. Whoa. It's fragile. No problem. Suddenly you're Mr. Careful. Okay, if I sit down. So, when did you get this? Last month. Dad said I should learn to do stuff. By myself, since you're not around as much. Hey, come on.
It's not like I'm leaving home. You might as well. I never see you. We don't even play games anymore. We don't do anything. Daniel, I want to hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Hi. I don't want to grow up. It's boring. Here. Sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd get me one at the thrift store last week, but you forgot, like before. Well, you better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean! This is so cool! I'll keep it forever and ever. Okay. Da ist er. Ach Gott. Dieser alte Wuffi. Sitzt so kaputt vor dem Gesicht. Oh Gott, wie er aussieht. Bisschen dreckig. Okay, oh, guck mal, der Captain Spirit Umhang. Karens Brief. Briefumschlag. It's a mess. Absolut. But our mess. Briefumschlag. Another month. We'll be hooked up for Mexico. Oh, war das das Geld gerade? 1421 Dollar und 31 Cent? Mit Gras schneiden verdient man gut, kann es sein? Ist irgendwas Neues drin, ne? Das ist anscheinend neu. Dennis Zeichnung. Danny war so begeistert von der Zeichnung. Ich liebe dieses Kind. Super schon. Das andere kennen wir alles schon, ne? Ist das was er? What the hell, Daniel? The first fucking rule. Was zum Teufel, Daniel? Die erste verfluchte Regel. Wovor lief dieses Kind weg? Und hat sein Vater etwas gesehen? Oh, sind das die... Na, daran kann ich mich noch erinnern, daran jetzt nicht mehr. Guck mal erstmal durch. Danny hat diesmal echt versaut. Er muss das mit dem Jungen klären. Team Spirit. Team oder Teen? nicht... 11.12.2016. Nicht wirklich in der Stimmung für Weihnachten, aber für Danny spiele ich mit. Er vermisst es echt, wie ein normales Kind Spaß zu haben. Hallo Weihnachten. Auch Weihnachten. 11.12. Mein Hirn tut weh. Danny ist sauer, dass wir weg mussten. Mir gefällt es auch nicht. Wir sind wieder auf uns selbst gestellt. Wären wir geblieben, hätten die Cops es nie und nimmer zugelassen, dass Claire und Steven sich um uns kümmern. Die hätten uns mit Handschellen und einen Streifenwagen verfrachtet. Aber was, wenn sie uns geglaubt hätten? Ich hab den Scheiß so satt. Moment, wollte gerade sagen. Ich wünschte, ihr könnt hier bei uns bleiben. Ich weiß. Ich hoffe, du holst dich bald, alter Mann. Wir sind also auf einen Zug Richtung Süden gesprungen. Was zum Teufel. Aber wir sind näher an Puerto Lobos. Daniel ist kalt und er hat Hunger, genauso wie ich. So froh, dass er den Zug liebt. Falls wir keine Flüchtlinge wären, wäre das ein tolles Abenteuer. Falls. So läuft es nun mal. Okay.
12.12. Der Schnee ist weg. Was bedeutet es, wird Zeit für uns zu gehen? Willkommen in Kalifornien. Kalifornien, willkommen. Kalifornien, es ist schön. 12.12. Wieder obdachlos. Nicht fair für Daniel. Ich hasse es. Ist immer ganz cool so zu sehen, ne? Mit den Bildern dazu. Kleiner Wolf. Oh. Okay. Leute auf der Farm sind cool. Sie stellen keine Fragen. Diese Art Arbeit bringt uns aber nicht nach Puerto Lobos. Danny gefällt es hier. Gut, dass ich alleine arbeiten gehen kann. Komisch, ihn nicht ständig um mich zu haben. Triff deine Wahl. Viertens, ich vermisse Papas Barbecue-Rüppchen. 18.12. Gartenarbeit, $30. 20.12. Mobiltoiletten reinigen, $25. Nee, wieder. 21.12. Möbelrücken, $20. Ausrufezeichen Bier. 22.12. Restaurantschild hochhalten, $10. Scheiß drauf. Atmet ein und dann ein Ah. Okay, damit hat er schon mal Geld verdient. Guter Junge. Das ist zu geil gezeichnet, ne? Ich mag das sehr. Oh, ich dachte gerade, ach je. Huh, irre, wie viele vermisste Personen hier überall sind. Was zum Teufel stimmt mit der Region nicht? Vermisster Erwachsener. Name A, Alter 45, Haare bl, Augen bl, große bl. Bitte, wenn Sie diese Person sehen. Kim M. Rice. Ich dachte krass, Amber. Rachel, nicht Amber. Oh Gott, jetzt war ich schon. Rachel Amber, ja so. Gott. Burger an Heiligabend. Erstes Weihnachten ohne Papa. Isst wie ein kleines Schweinchen. Burger, Soße, Sesamkörner, Fleisch, Saftflecken. Weihnachtsleckerei. Dennis Meisterwerk. Was ist nur aus mir geworden? Wir sparen. Dollar für Dollar. Zäune errichten. Scheiße hämmern. Nicht schlecht, nur öde. Frohes Neues 2017. Alle werden es feiern, nicht wir. Ach Gott. Ich muss mehr üben. Ich vermisse Farbe. Es war echt cool. Citrus-Vampir ist nur die Farbe Orange. Tödliche Langeweile. Zeit zu zeichnen. Sanfte Nerds gibt's auch unter Monstern. Das ist cool. Oh, oh. Wurde von der Ranch geschmissen und der Wichser hat mir nur die Hälfte gezahlt. Was zum Teufel? Er hat gesagt, ich soll die Polizei rufen oder mich verziehen. Das Land der Freien, verdammt. Wir sind sowas von weg. Okay. Daniel wollte das Meer sehen, also sind wir per Anhalter nach Arcata. Oh Gott, wir haben es jetzt raus, bequeme Fahrt. Bin froh, dass wir das umsonst tun konnten und am Wasser fühle ich mich immer besser. Denn er hatte Spaß. Hotspot für Hippies, viel Gras und Tanzen. Hurra, Wissenschaft. Das ist ja süß. Würden Vampire Blut und erlaufene Augen verputzen wie Mini-Cocktailwürstchen? 22.01.2017. Zum Teufel, was? Wir sind den Hipster-Punks vom Weihnachtsmarkt begegnet. Sie arbeiten auf einer Haschfarm. Schwarzarbeit, gut bezahlt. Sie haben uns eingeladen. Verdammt frohes neues Jahr. Finn, Cassidy, Hannah, Penny und Hund. Genau, Cassidy hieß sie, ne? Ich glaube, Finn war ihr Freund. Da. Hannah, Cassidy, Penny und der Hund. Super süß. Cassidy. Siehst du cool und anders. Vom Planeten, ihr könnt mich alle. Singt wie ein Profi, Witze sind irre lustig. Daniel ist sich nicht so sicher wegen ihr, aber alle lieben ihn. Außer Meryl und Big Joe. Das Leben besteht nicht nur aus Jux und Tollerei. Meine Arme schmerzen von der Arbeit, aber ich werde stark, brauche mehr Schlaf. Ich glaube, sie mag mich. Scheiße, das sieht tödlich aus. Finn, der grüne Philosoph, Anführer der Gruppe, weiß alles über Gras. Er ist auch der liebste Kerl, den ich je getroffen habe. Hat mir alles übers Zurechtschneiden und so beigebracht. Ich kann ihn nicht durchschauen, aber er ist schlau. Nur Hannah kann ihm in den Hintern treten. Meister der Messer.
Ich hänge gern mit ihm rum. Unglaublicher Sonnenuntergang. Wir haben uns ihn still angesehen und einen Joint geraucht. Ja, was auch sonst, hä? Es macht Spaß, Hannah und Penny zu zeichnen. Sie sehen aus wie Anti-Fashion-Ikonen aus Santa Fe und Detroit. Ich glaube, Hannah hasst mich. Sie ist älter und hält mich für einen Heuchler. Penny hat eine Theorie für alles. Etwas paranoid? Aber er bringt mich zum Lachen. Wir mussten heute das Gewächshaus aufräumen. Spaß. Fühlt sich gut an, jeden Tag Geld zu machen und zu sparen. Das glaube ich. Haben die neuen Arbeiter aus Europa getroffen? Anders und Ingrid. Ach so. Stand da nicht Andreas und Ingrid? Oder Ingrid? Ach so. Niedliches Paar. Da möchte ich gleich ins Ausland reisen. Eines Tages. Hatte eine lange Unterhaltung mit Jacob. Er ist wie ein kleines Kind. Er lebt in irgendeiner religiösen Kommune in Haven Point, Nevada. Hier scheint es ihm gut zu gehen. Frei? Meine Gott. Ei. Merrill, der Besitzer. Big Joe, der Schläger. Uiuiui. 23.02. Hatte ein paar Bier, der nicht schläft. Das gleiche jede Nacht. Er will mehr trainieren, aber wir haben keine Zeit und wir müssen uns verstecken. Es ist nicht leicht. Okay, dann hätten wir das Tagebuch durch. Wir sind in den Wastelands. Na, das ist super. Das, wirklich super. Hier haben wir 0, sind auch die Pot Farm. Wie kommen der Sache? Oh, guck mal, hier sind die ganzen Sachen. Ja. Alles klar. Ja, hier ist Nevada. Alles klar. Sehr, sehr schön. Wir kommen der Sache näher. So. Karens Brief. Daniel keeps reading it again and again. Mama. I told him not to count on her. He won't listen. War das der Brief, den wir aufgesammelt haben und nicht mehr lesen konnten? Mama, Papa, ich habe die Neuigkeit... Ah, nee, das doch. Nee, den hat mir gelesen. Ne? Ich bin untröstlich. Ich habe keine Ahnung. Das war der Brief von unserer Mutter. Ich lese ihn mir nochmal auch für mich durch. Ich bin untröstlich. Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht. Aber ich weiß, dass Sean und Daniel unschuldig sind. Ihr seid die einzige Familie, die sie noch haben. Also bitte helft meinen Jungs, falls sie zu euch kommen. Ihr könnt mich unter diese Adresse erreichen. Es ist ein Schließfach, das ich manchmal benutze. Ich weiß, ihr schuldet mir nichts, aber ich flehe euch an. Bitte helft meinen Söhnen, wenn ihr könnt. Kay. Das ist von der Mutter. Aber wir haben die Adresse nicht, ne? Da ist die Tasche. We used to have big rooms. Now all our stuff fits in a bag. Da, und das auch. Das ist der Brodys Brief. Mann, Brody würde es hier verflucht nochmal lieben. Er würde sich ihn vermutlich anschließen. Das ist ja cool, dass er jetzt noch so da spezifisch darauf was sagt. Was Claire und Steven wohl machen? Haben sie sich Ärger eingehandelt, nachdem wir weg sind? Das ist nur Decke. Decke ist Decke. In Mexiko sollte ich mir besser Stiftset zulegen. Wenn wir so weitersparen, können wir in ein paar Wochen los. Oh, alles klar. Gut. Das ist die Uhr, von der wir geträumt haben. Guck mal, da ist der Patch drauf. Hm. Guess he doesn't care about it anymore. Und er hat es einfach vergessen. He doesn't talk about it, but I know Daniel really misses Chris. Weil der muss super zusammengepasst. Man. Beaver Creek feels so far away. Ah, oh, und jetzt kommt man hier rein, wo alles... The Power Beer. Das ist Jojo. Alles da. Nichts ist verloren gegangen. Hier haben wir noch die Zeichnung. Still can't believe we ran into the guys again. Talk about fucking fate. Ja, absolut. Und hier war eine Rasierklinge. Oh, nein. Oh, du siehst wirklich traumhaft aus. Talk about fucking fate. Sean, wirklich traumhaft. Yep, I'm a real man now. Oh.
Lass hier mal Bart stehen. Bart steht dir bestimmt gut. Und das Foto da. So ganz verloren an der Wand. Und dann gehen wir mal noch raus. Wahrscheinlich zu den anderen, ha? Huh? Hey, Bedhead. Had a good sleep? Oh, das ist eine Frau. Ich muss es zensieren. Yeah, I did. Thanks. Nice. Oh, super. Okay. I better hit the shower before they use all the Sie water. Sie haben wirklich schöne Brüste, junge Frau, right. Aber... See you around. Humboldt County, Kalifornien. 2 Monate nach Beaver Creek. Ich muss es zensieren. Scheiße. Hey, breakfast time. Ja, ihr konntet jetzt, außer ihr spielt selber, konntet ihr leider jetzt nicht diese, wirklich, ich war kurz, dachte ich, Frau oder Mann, aber es war, glaube ich, eine Frau, eindeutig. No more fog. Und ich muss leider Brüste zensieren, sweet. YouTube mag Brüste nicht. Oh, voll schön, guck mal. Das ist schon ein bisschen nett hier, ne? Oh Mann, Chloe wird's gefallen, ha? Huh? Da liegt der Hundi. Oh, wie schön. Ah, wir sehen uns nochmal das Zelt an. That's cool they let us use their extra gear. We lucked out. Können wir nochmal reingehen? Ah, wir können uns auch... Ach, wie cool. Wir können uns das so nochmal alles anschauen. Ja, ist ja ein Traum. Das ist natürlich sehr cool. Space... Was? Was steht auf unserer Hose? Space? Fuck. Fucklips? Voll schön, ich mag das gerade da so mit den Schmetterlingen und so. Das ist schon sehr, sehr nice. Alles klar. Und ein weißer Taubert. Ich würde sagen... Genau. Das ist auch mein Motto jeden Morgen. Dann gehen wir mal... Ich weiß gar nicht, wo wir hier überall hingehen können. Ich bin völlig überfordert von der ganzen Situation. Und ich hoffe, ich denke dran, das zu zensieren. Das wäre nicht gut. Daumen ist ein Eichhörnchen. Guckt mal da oben rechts. Seht ihr das? Da ist das Puschischwänzchen vom Eichhörnchen. Guckt mal, wie süß. Funny how I like being out in the forest now. Und dann schauen wir. I actually feel free. Das kann ich mir vorstellen hier. Und dann schauen wir uns hier um und lernen mal die ganzen Leute hier kennen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Life is Strange. Bis dann, ciao. Let's go down this road and fix the pieces that we thought and running into the night and trying to reach the light. Let's go down the road.